Hey Leute, ja, wir haben über so viele Serien jetzt schon geredet, die vielleicht als Live-Action funktionieren könnten. Wie Naruto, Dragon Ball und natürlich die zweite Staffel von One Piece. Aber obwohl wir über die drei großen Bigs geredet haben und so wie ich mitgekriegt habe, ist anscheinend eine kleine Fehlinformation aufgetaucht. Denn so wie ich es gelesen habe, scheint Bleach einer der großen drei Big Three zu sein und nicht Dragon Ball. Weiß ich jetzt nicht, das könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ist doch mal auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich habe mich aber, lange Rede, kurzer Sinn, darauf irgendwie eingelassen, was wäre eigentlich, wenn man Demon's Souls verfilmen würde? Wie würde das denn ausschauen? Denn ich glaube, auch das ist nicht mal abwegig, dass mit Demon's Souls irgendwann mal ein Live-Action kommt. Aber wie komme ich darauf? Gehen wir das Ganze mal an und wie könnte das Ganze aussehen? Für mehr solcher Videos vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Also, mir ist so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Wie könnte eigentlich eine Demon Slayer Live-Action-Verfilmung ausschauen? Und vor allem, ist es überhaupt realistisch, dass sowas kommt? Ich sage ja, ja. Könnte tatsächlich passieren. Allerdings noch weit, weit, wir sind noch weit davon entfernt, wirklich weit davon entfernt, dass das mal tatsächlich verfilmt werden würde. Aber realistisch wäre es. Warum? Denn Netflix hat sich ja jetzt langsam rangetraut und geht auch gerne mal Risiken ein und gibt Unmengen an Budget aus für solche Produktionen. Mit One Piece haben sie den ersten Schritt gemacht. Ja, es gibt auch welche, die jetzt einen Live-Action-Naruto-Film machen wollen. Da hatte ich schon mal drüber geredet, warum das nicht geht, sondern man eine Serie draus machen müsste. Aber das könnt ihr auf jeden Fall alles in einem anderen Video abchecken. Aber ich bin mir sicher, früher oder später, wenn man sich an Naruto schon rantraut, One Piece schon gemacht hat, dann könnte auch mal Dragon Ball passieren. Und ich glaube, dass einfach Demon Slayer nicht abwegig ist. Das glaube ich aus dem Grund, weil Netflix ja auch langsam checkt, wie unglaublich viele Fans einfach Demon Slayer hat und dass sie immer mehr gucken, dass sie sich die Rechte sichern und die Serie raushauen, dass das alles auf Netflix ist. Also schauen ja sehr, sehr viele an. Demon Slayer ist zwar ein neuerer Anime und läuft noch nicht so lange wie jetzt die großen Big Threes oder so, aber es hat schon in der kurzen Zeit wirklich eine große Zuschauerschaft bekommen, weil so viele Demon Slayer gefeiert haben und auch ich bin ein großer Fan von Demon Slayer und der Machart. Die Geschichte ist unglaublich gut gemacht und viele Produzenten sind auch schon darauf aufmerksam geworden, deswegen bin ich mir absolut sicher, der Tag wird kommen. Es wird vielleicht in der Zukunft erst sein, es wird vielleicht erst in vielen Jahren sein, aber trotzdem, der Tag wird kommen, da wird Demon Slayer auch mein Gesprächsthema für ein Live-Action sein. Bin ich mir sicher. An sich ist das Ganze auch von der Drehart her gar nicht mal so schwierig, denn die ganze japanische Umgebung könnte man so abdrehen, so wie eben der Schwerterkampfstil und so. Ich glaube, das könnte man alles wirklich auch gut darstellen, ohne wirklich großartig Budget zu verbrauchen. Was halt absolut ins Budget gehen wird, sind dann halt wirklich die Effekte wie eben die Wasseratmung und die ganzen Atmungen generell. Also da und natürlich auch das Aussehen von den Dämonen. Da ist natürlich klar, dass das absolut ins Budget gehen wird. Aber ich denke mir allein vom Kampfstil, klar, natürlich sind Animes etwas übertrieben und in Live-Action kann man es natürlich nicht so darstellen. Allerdings hat man ja gesehen, auch in One Piece ist es nicht schlimm darzustellen, sondern man kommt schon irgendwie gut hin und konnte es Live-Action wirklich performen. Inwiefern das bei Dragon Ball und Naruto möglich ist, ich glaube auch das ist möglich. Da ist Demon Slayer so fast noch das harmloseste, was man bestimmt im realistischen Stil ja darstellen kann. Ich glaube nur, dass man halt irgendwie gucken muss, weil die meisten ja denken, so Anime könnte man im kinderfreundlichen Stil machen. Demon Slayer ist da leider nicht der Fall, das wäre ja sehr blutrünstig und das im kindlichen Stil darzustellen würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Dafür ist dann Demon Slayer doch ein bisschen zu brutal. Aber ich glaube, allein von der Machart her wäre das sogar mit so noch das Einfachste zu drehen. Und in wie vielen Staffeln man das zusammenfassen kann, das sage ich ja auch immer in den Videos. Aber bei Demon Slayer leider noch nicht möglich, weil Demon Slayer auch noch nicht ausgelaufen ist oder so. Wo man sagt, okay, da kann man jetzt einschätzen, in wie vielen Staffeln man das zusammenpacken könnte. Aber ja, ich denke, das ein oder andere könnte man da bestimmt machen. Also locker drei Staffeln.
3 Staffeln auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 4 oder 5. Würde ich jetzt sagen. So vom Live-Action her. Natürlich ist klar, das könnte man auf jeden Fall auch gut zusammenpacken. Also so wie bei Avatar, finde ich, wäre es ganz gut. So wirklich, dass man sagt, 8 Folgen, jeweils so 50 Minuten ungefähr oder 3/4 Stunde pro Folge. Vielleicht die erste Folge ein bisschen länger oder die letzte, dass man sagt, da geht es dann mal so knapp 1 Stunde. Das fände ich schon ganz gut, aber ich denke, so in knapp 8 Folgen, wenn man sie wirklich gut erklärt, dann kann man so Demon Slayer in, ja, die erste Staffel natürlich so in 8 Folgen zusammenfassen im Live-Action. Ich denke, das wäre schon möglich. Aber natürlich finde ich nur ganz wichtig, dass die Dämonen auch absolut blutrünstig ausschauen müssen, damit es auch diesen Stil hat, und es muss halt wirklich auch für Erwachsene sein. Weil ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also so im kindlichen Stil, das hat schon viele Charaktere auch gerade im Marvel-Bereich kaputt gemacht, wo Charaktere relativ brutal sein sollten und wurden dann natürlich für die Kinder angepasst, und das war dann einfach nur noch scheiße, um es ehrlich einfach zu sagen. Aber ich glaube, wie gesagt, Demon Slayer könnte als Live-Action funktionieren. Vielleicht erst in einigen Jahren. Aber an sich finde ich das zum Beispiel gar nicht abwegig. Jetzt will ich natürlich deine Meinung in den Kommentaren hören, oder lesen, sehen. Was hältst du davon? Könntest du dir Demon Slayer als Live-Action vorstellen? Hau's in die Kommentare. Und ansonsten war's das dann mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt fresh und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also.